Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Fire Emblem. Ja, wir haben im letzten Part die minimale Truppe von unserem Freund namens Dining und Nergal ausgeschaltet. Ja, und haben uns nochmal ausgewogen vorbereitet, denn es sind nur noch, ja, zwei Kapitel. Zwei Kapitel trennen uns vor den Staff Credits. Also ihr merkt, es geht mit großen Schritten Richtung Finale. Und deshalb würde ich sagen, wir haben uns ausreichend vorbereitet. Ohne Umschweife geht's jetzt los. Das sollte reichen. Dann auf nach Bardon. Und dann zur Insel des Grauens. So sieht's aus, Eliwood. Oh, und da sind wir schon. Das Drachentor. Willkommen zu Hause, Meister. Limstella, sieh dir das an. Der Drachenstein der Kinder. Was habt ihr damit vor? Ich werde ihm Quintessenz einflößen. Hm? Was zum... Wie hat er das gemacht? Das ist... Das Drachenmädchen Ninians Essenz. Wunderschön. Absolut wunderschön. Damit werde ich Drachen rufen können, wann immer es mir beliebt. Wollen wir sofort mit der Prozedur beginnen? Nein, ich verlor etwas Quintessenz durch die Wunden, die Athos mir beigebracht hat. Um die Zahl zu rufen, die ich benötige, muss ich mehr Essenz haben. Wenn man sich mit den Drachen einlässt, muss man gut vorbereitet sein. Wenn sie sich aus meinem Griff winden und mich töten, wäre alles umsonst. Ich scheue mich zu berichten, dass alle Quintessenz von dem Deckfang verbraucht ist. Woher soll die nächste Ernte kommen? Hehehe. Alles, was wir an Materialien benötigen, ist bereits zu uns unterwegs. Ich verstehe. Eliwood und seine Freunde. Genau. Ich werde sie zerquetschen, ihre Quintessenz nehmen und meine Drachen herbeirufen. Ja, wenn du dir da mal nicht so sicher bist. So, auf geht's in Kapitel 30, Sieg oder Tod. Eliwood kämpft in seinem Inneren, Ninians Tod zu überwinden. Letztendlich geht die Reise weiter. Sein Ziel ist die Insel des Grauens. Ein Gegner wartet hier. Ein Gegner, den es zu besiegen gilt. Nergal umgibt sich selbst mit seinen Morphs und wartet auf Eliwoods Ankunft. Das letzte Gefecht ist nahe. Du. Wow, wir sind jetzt aktuell bei Part 74. Ja, wer weiß, wie viel wie wir hier noch brauchen werden. Kapitel 30. Sieg oder Tod. Ach, da wären wir schon wieder. Das da hat sich schon voll entwickelt. So, wir sind am Ziel. Fargus, ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken kann. Och, vergiss es, mein Junge. Bist du sicher, dass du unsere Hilfe nicht weiter brauchen wirst? Fargus, Piraten bringen die Damen zum Lächeln und die Schurken zum Weinen. Ihr könnt nützlich sein. Danke für eure Sorge, aber von hier an müssen wir alleine weiter. Wir wissen nicht, was uns auf uns zukommen wird. Aber ihr könnt eine Nachricht für uns überbringen. Selbst wenn es uns gelingt, Nergal zu besiegen, gibt es keine Garantie dafür, dass wir die Schlacht überleben. Wir könnten... Wenn wir nicht zurückkehren, ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, aber... Darüber mache ich mir Gedanken, wenn die Zeit gekommen ist. Keine Sorge. Vielen Dank. Auch wegen Nils. Ich weiß, ich werde die Verantwortung für ihn übernehmen. Nils, na, wir müssen jetzt gehen. Wir werden Nergal als Ambition zerschlagen und ihn zwingen. Du wartest hier und ruhst dich bis zu unserer Rückkehr aus, ja? Nils, ich glaube nicht, dass du mir vergeben wirst. Ganz egal, wie ich mich bei dir zu entschuldigen versuche. Aber bitte hör mich an. Unsere Macht ist kein Vergleich zu der von Nergal. Aber trotzdem können wir jetzt nicht aufgeben.
Ich muss auch Ninians letzten Wunsch erfüllen. Niemals werde ich mich dieser Pflicht entziehen. Hm. Also möchte ich, dass auch du dich der Realität stellst. Es muss nicht jetzt geschehen. Erst musst du den Schmerz überwinden. Wenn du dich erholt hast, ich bin sicher, dass Ninian es so gewollt hätte. Hm. Gut, Fargus, wir gehen jetzt. Hey, vermasse die Sache nicht, Welpen! Dart. Ahoi, Dart, mach mal schön langsam. Oh, was gibt's schon, Captain? Gibt's da nicht etwas, was du mir erzählen möchtest? Was? Na gut, sehr schön. Dann verschwinde endlich. Gut, gut. Dart. Also, was ist denn? Komm mir lebendig wieder zurück. Hehe, das war's schon. Natürlich werde ich nicht sterben. Oh. Du hast vor 5 Jahren mein Leben gerettet. Würde ich es jetzt einfach so wegwerfen, ziehst du mir sicher das Fell über die Ohren. Und machst dein Teppich draus. Ich werde alles unternehmen, um am Leben zu bleiben. Ei, ach ja? Dann ab mit dir. Und pass mir gut auf die jungen Welpen auf. Ei, ei, Captain. Nur denn, jetzt ist es zurück an Bord und warten. Komm, Junge. Hm. Oh, ich hab's vergessen. Ich hätte Ihnen doch noch etwas Wichtiges gegeben sollen. Also geben sollen. Hm? Etwas, das im Kampf von großen Nutzen hätte sein können. Ich kann nicht glauben, dass ich so etwas vergessen konnte. Na, ist klar. Dann muss ich Ihnen wohl jemand hinterher schicken. Ich werde gehen. Bist du sicher, dass du das auf dich nehmen möchtest? Das bin ich. Dann bin ich ja erleichtert. Lebe und kehr zurück, Welpe. Ja, okay. Sehr strange, das Ganze. Oh. Oh, da ist schon das Drachentor. Ich bitte um Verzeihung nochmal für den kleinen Cut. Sie kommen also. Geh, Limstella. Bring ihre Quintessenzen zu mir. Sire. Ich habe dir Magie verliehen, die stärker ist als alles, was auf diesem Kontinent gefunden werden konnte. Durch diese Magie hast auch du große Macht empfangen. Perfekte Stärke. Und perfekte Schönheit. Schönheit? Du bist mein Meisterwerk, Limstella. Dein Fleisch kann die Macht dieses Zaubers nicht lange ertragen. Vor dem Morgen wird dein ganzer Körper verdorben sein. Aber dies ist es, wonach es dich verlangt, nicht wahr? Die Chance zu erhalten, für mich in den Tod zu gehen. Wie ihr wünscht. Wie blöd ist sie denn? Oh Gott. Naja, wenn sie kein Mensch ist. So weit, so gut. Noch ein kurzes Stück und wir sind am Drachentor. Es ist nur ein Problem, bis sie hervorgedrungen. Ich frag mich, wann sich Graubart endlich zeigen wird. Was sollen wir jetzt tun? Warten? Lass mich nachdenken. Lord Eliwood, Vorsicht, weich aus! Hm? Ach so. Das war er. Nils, du bist gekommen. Das bin ich. Ich kann nicht länger davonlaufen. Ich werde Ninians Platz einnehmen. Ich muss ihre Aufgabe erfüllen. Nein, ich muss Ninian und meine Aufgabe erfüllen. Ich werde mit euch kämpfen. Und gemeinsam werden wir den Kurs des Schicksals ändern. Gut gesprochen. Jetzt klingst du wie ein Mann. Nils, wie schön, dass du hier bist. Es tut mir leid, wenn ich euch Sorgen bereitet haben sollte. Es geht mir jetzt wieder gut. Und jetzt, Schluss mit dem Versteckspiel. Komm raus und zeig dich. Ich weiß, dass du da bist. Was? Wer? Limstella. Diejenige, die immer an Nergals Seite zu finden ist. Wie Ebenholz, goldene Augen, du bist ein Morph, nicht wahr? Ich bin gekommen, um eure Quintessenzen zu holen. Kommt hervor, meine niederen Diener. Hm? Hä,
Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Egal wie viele es sind, es gibt nur kein Zurück mehr. Er hat noch keine Drachen gerufen. Wenn wir jetzt aufbrechen, haben wir noch Zeit, ihn aufzuhalten. Vorwärts, Jake. Dies ist die letzte Schlacht. Ja, das stimmt ja schon gut ein. Gut, Eliwood, Nils müssen wir mitnehmen, okay. Lynn, Hector, Heath, Raven, Florina, Sane, Vida, Batre raus, Fiora raus, Sarah, Kennis, Erk, Orswin, Rebecca und Dorcas. Das ist die Truppe, die uns alle verbindet. Nein, aber die jetzt zeigen wird, was in ihnen steckt. Ja, das ist meine finale Truppe und ja, leider im nächsten Kapitel, weil das ist jetzt sozusagen die Einstimmung aus Finale, kann ich leider nicht alle mitnehmen. Naja, kann man ja eigentlich nichts machen, ne? Naja, was soll's. So, ich werde jetzt aber noch gucken, dass alle schön trainieren können in dieser Mission, denn die, die jetzt kommt, die hat's richtig in sich, das kann ich euch schon so verraten. Die jetzt kommt, die hat's richtig in sich. So, ich werde jetzt auch mal alles verkaufen, was wir nicht brauchen. So, du nimmst eine Silberlanze mit. Und dann nimmst du einen Lanzen... Ne, nimmst einen Schnitter mit. So, aber ich wollte eigentlich Eliwood anfangen. Ne, genau, Eliwood. Du gibst mal die Eisenrune ab. Die brauchst du jetzt nicht mehr. Und du nimmst auch ebenfalls einen Schnitter. Oder kannst du schon eine bessere Lanze nehmen? Ein Langspeer, aber nee. Nee, das lohnt nicht. Ein Schnitter. So, Nils ist noch gut. Lynn ist eigentlich auch noch gut. Ja, aber ich würde sagen, wir geben... Oder wie viel hat so ein Meisterbogen? Meisterbogen... Ja, kann ich jetzt eigentlich nicht so gucken. Aber ich denke mal, der hat 20. Ja, dann brauchen wir das auch nicht. Hector, du gibst jetzt mal den Panzerbrecher ab. Der nervt mich nur. Und dafür nehmen wir... haben wir kein Stahlschwert mehr? Das wäre jetzt echt blöd. Hätte ich jetzt kein Stahlschwert gekauft. Ja gut, Matthew hat eins. Moment mal, Matthew, du kannst das bestimmt... Ah, du kannst ein Silberschwert nutzen. Okay, dann machen wir das so. Und dann tauschst du mit Hector dein Stahlschwert. So ist das doch perfekt. So ist das doch richtig perfekt, ey. Heath, du gibst mal deine Zwingaxt ab. Und dann nimmst du dir noch einen Speer. Ah, soll man einen Speer geben? Moment mal, was stärker? Ein Kurzspeer? Hat eine doppelte Reichweite? Hat eine 12? Okay, du nimmst dir einen Kurzspeer mit. So, dann Raven. Raven, du gibst mal das Langschwert ab. Das brauchen wir nämlich überhaupt nicht mehr. Und die Stahlaxt auch. Wir nehmen nämlich eine neue Stahlaxt mit. Die wir noch haben. Oder eine Meisteraxt. Oder eine Zwingaxt. Nee. So, dann nehmen wir noch, genau, du nimmst dir eine... du nimmst dir eine Silberklinge mit. So, dann verkaufen wir die Stahlklinge. Ja, wobei, die hätte ich eigentlich auch jemanden geben können. Egal, was soll's. Und dann nimmst du dir noch eine Meisteraxt mit. Alter, ey, wir werden so reinhauen, das weiß ich jetzt schon. Okay, du bist gut. Florina, die hat ja auch noch einen Kurzspeer. Und sonst sieht es eigentlich auch noch gut aus. Wobei, ich würde mal sagen, die Meisterlanze verkaufen wir. Und dann nimmt sie sich nochmal eine neue Meisterlanze mit. Oh, wir haben sogar eine Kriegererlanze. Ich glaube, die gebe ich Orswin. Oh, Vida, du kommst natürlich auch raus. Dich werden wir nicht benötigen. Gut, dass ich das gerade noch sehe. Vida. Vielleicht klappt das ja doch noch, weil eigentlich, ja, die ganzen hier brauche ich eigentlich nicht mehr. Nehmen wir noch irgendjemanden mit oder, ja komm, der Platz bleibt leer. Wir brauchen unsere guten Einheiten für das Finale. Je weniger wir da entbehren müssen, desto besser, würde ich sagen. Der Platz bleibt leer, der 15. Ich wüsste jetzt auch keinen, wen ich da noch irgendwie trainieren könnte, außer meine Main-Truppen sozusagen. Sarah, du gibst den Teleportstab ab und du verkaufst Blitz und Glanz und dann nimmst du dir ein Göttlichkeit und Glanz mit und dann noch einen, was könnten wir denn noch nehmen, Barrierestab? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass hier noch solche Wahlen ist, dann nehme ich mal lieber einen Erneuerungsstab mit.
Wobei, Kenneth kann das doch auch nehmen, ne? Dann geben wir mal Luna ab. Und kannst du jetzt auch einen Erneuerungsstab nehmen, ne? Ja gut, muss ich mal gucken. Tausch. Perfekt, dann nimmst du den Erneuerungsstab mit. Und Sarah nimmt sich, was nimmt sie sich denn? Barriere, Schmiede wäre auch noch eine Idee. Ja, ich glaube, ich nehme sogar einen Schmiedestab mit. Oder? Nee, brauche ich nicht. Brauche ich eigentlich nicht. Schweigen, nee. Berserker, das sind alles echt geile Stäbe, die wir hier haben. Aber die ich eigentlich noch für den fürs Finale aufheben will. In dem Erholung mit, genau. Haben wir alle Pflegestäbe. Erk, ja, was soll ich sagen? Ja, ich musste eigentlich nichts ändern. Oswin, du nimmst... Kannst du eine Meisteraxt nehmen? Kannst du, gut. Oder du nimmst eine helle Bade mit, genau. So, dann, verkaufen wir die Stahlaxt und nehmen mit ihm dann die Kriegerlanze. Ich sag immer Kriegerlanze, dabei heißt es Kriegerlanze. So, das Antidot brauchen wir nicht mehr. Kannst du einen besseren Bogen nehmen? Nein, kannst du nicht. Moment mal, weiß ich ja nicht. Irgendwer hatte doch noch, genau, Batre. Kann er... Naja, schade, kann er nicht. Verdammt. Egal, da muss er halt nochmal mit dem Stahlbogen auskommen. So, gibt's noch irgendwas, was er nehmen könnte? Irgendwas... Ja, genau, dann nimm den Kurzbogen. Boah, ich musste eigentlich nichts, was die Äxte betrifft, austauschen. Und Rebecca, du kannst den Stahlbogen verkaufen. Und du nimmst den Kriegererbogen mit. So. Boah, ansonsten sind wir eigentlich voll ausgerüstet. Also, Elliewood ist krass. Nils ist eigentlich auch ganz okay. Du nimmst nochmal ein Elixier mit. Lynn ist krass. Hector ist auch krass. Heath ist krass. Raven ist Wahnsinn. Matthew, aber ich glaube, genau. Matthew, du nimmst noch eine Lichtklinge mit. Genau, eine schöne Lichtklinge. Florina ist auch krass drauf. Und sie kann mal das Heilmittel hier verkaufen. Ja, ich überlege mir noch ein paar Sachen hier. Und dann nimmt sie sich mal... Was nimmt sie sich denn noch mit? Ein Axtmeister. All diese besonderen Sachen hier nochmal mitnehmen. Ja, Sarah sieht gut aus. Welchen Level? Oh, sie hat da B. Nicht schlecht. Kennis ist gut. Erk ist Wahnsinn. Ja, komm. Ja, doch, das ist okay. Rebecca ist Wahnsinn. Ja, Dorcas erst recht und Oswin auch. Okay, ich würde sagen, wir sind soweit. Ich werde nochmal die Karte eben prüfen. Ich weiß, leider gibt es hier keine wirkliche, wirklichen Kampf mehr, aber ich denke mal, ihr seht schon, es wird ein richtig heftiges Kapitel hier werden. Und warum bin ich jetzt schon wieder raus? So, Dorcas, du gehst nirgendwo hin. Ich würde mal sagen, hier geht Sarah hin. Dann geht Heath mal hier etwas weiter nach hinten. Genauso wie Sane. Ja, ich würde sagen, so sieht es eigentlich gut aus, ne? Ja. Und ihr seht es wahrscheinlich schon, diese Map hier hat es nochmal richtig in sich. Diese Riesen-Map ist Wahnsinn. Es ist die größte, glaube ich, des gesamten Spiels. Und hier warten, sage und schreibe, insgesamt 100 Einheiten auf uns. Also inklusive die hier sind und Verstärkung. So, ich würde sagen, wir gucken uns doch mal an, was die hier so alles haben. Der ist schon mal ein Silberbogen, das ist schon mal sehr schick. Okay, Stahlbogen, Silberbogen, Silberbogen. Okay, sie ist hier, Limstella. 20, auf eine Weisen auf 20. Null Glück. Und Fibulwinter, ganz schön stark. Das wird Erkner noch bekommen danach. Oh, der hat Nosferatu, aber ehrlich gesagt brauche ich das nicht. Gut, Eclipse ist natürlich fies, aber... Langspeer, Meister... Oh, Meisterlanze. Leichtlanze. Na. Okay, er hier hat eine Silberaxt. Oh, der hat eine Teufelsaxt. Okay, und Meisterbogen, Stahlaxt. Wow, Dau. Auch gefährlich. Der hat eine Lichtklinge, Silberschwert. Oh, der hat auch Fimbulwinter. Okay, kann ich ihm leider nicht klauen. Aber gut, kann ich ja eh nicht mehr. Oh, der hat Säuberung. Ist sozusagen Eclipse nur in grün.
Stärkung. Das ist auch heftig. Das würde ich so gerne haben. Stärkung ist Wahnsinn. Alle KP von allen in der Nähe. Das ist echt, aber wir kriegen es noch. Keine Sorge. Ja, und ansonsten... Ja, ihr merkt schon, sie hauen hier jetzt richtig rein. Jetzt kommt die richtige Elite zum Vorschein. Also, ich würde sagen, ihr könnt euch auf ein geiles Kapitel freuen. Und dann würde ich noch sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part ein, wenn es richtig abgeht. Also euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jagon25.